Die Arbeitsgemeinschaft Sanierung Flughafen Salzburg, bestehend aus den Firmen Strabag AG und der Firma Porbau GmbH, erhielt im August 2017 den Auftrag für die Generalsanierung der Piste 1533 am Flughafen Salzburg mit einer Auftragssumme von netto 23,4 Millionen Euro. Bereits im Jahr 2018 wurde von Mai bis September in Nachtschichten die Entwässerung ergänzt und die neue Kabeltrasse und Verkabelung mit neuen Kabelschächten für die Befeuerung hergestellt. Und es wurden Rollwegweiser getauscht. Die Arbeiten für die eigentliche Pistensanierung erfolgten im Rahmen einer insgesamt fünfwöchigen Totalsperre der Piste vom 24.04. bis 28.05.2019. Wobei gemäß Bauvertrag die umfangreichen Bauarbeiten eine Woche früher abzuschließen waren. Die restlichen Tage mussten für Abnahmen, Inbetriebnahmen und das Behördenverfahren zur Verfügung gestellt werden. Die Piste ist einfach in die Jahre gekommen. Instandhaltungsaufwand, die ganzen Reparaturarbeiten haben immer mehr zugenommen. Und mit den Verschleißerscheinungen gab es einfach auch ein Gutachten, das gesagt hat, es wäre besser, wenn man das Grund erneuern würde. Der Flughafen bleibt eigentlich in der Lage gleich, wird aber als Gesamtes mit Asphalt saniert. Das heißt, die Betondecke verwenden wir als Tragkörper darunter. Die wird zertrümmert oder entspannt, wie es heißt, und danach mit 4 Lagen Asphalt überbaut. Dazu brauchen wir 2 Lagen Profilierungsschichten. Derzeit haben wir ja ein flaches Gefälle. Im Prinzip bauen wir auf ein flaches Dach ein steiles Dach drauf. Deswegen heißt das Profilierung, weil wir das Profil damit herstellen. In der 3. und 4. Lage, Binder- und Deckschicht, wird dann mit Parallellagen die Oberfläche fertiggestellt. Die Herausforderungen sind in jedem Fall die sehr, sehr kurze Bauzeit und die irrsinnigen Massen, die zu bewegen sind. Insbesondere die 110.000 Tonnen Asphalt, die hier in 19 Tagen einzubauen sind. Die Transportlogistik, die dahinter steckt und ein bisschen kombiniert natürlich mit den Witterungsverhältnissen, die Einfluss sowohl auf die Ausführungsqualität als auch auf die Einhaltung der Bauzeit haben können. Erster Tag, alles planmäßig angelaufen. Das Wetter hilft uns auch ein bisschen, dass die Leute motiviert sind. Jetzt hoffen wir, dass im Laufe des Tages so weitergeht und die Vorbereitungsarbeiten zügig vorangehen. Wir befinden uns momentan bei der Astrabau. Die Astrabau ist eine Gemeinschaftsanlage bestehend aus den Firmen POR und Firma Strabag. Die Astrabau ist jetzt die Hauptmischanlage für den Flughafen. Unser Anteil, allein der Anteil der Astrabau, sind über 40.000 Tonnen für die Sanierung des Flughafens. Die größte Menge, was am Tag rausgeht, waren jetzt bis zu 3.000 Tonnen. Die normale Jahresmischleistung bei der Astrabau beträgt 140.000 Tonnen. Das heißt, diese 40.000 Tonnen ist eigentlich mehr als 30% der Jahresmischleistung, die normal bei diesem Mischwerk durchgeführt wird. Die momentane Arbeitszeit für diese Baustelle pro Tag 12 Stunden, das heißt Samstag, Sonntag und Feiertage durch. Wir müssen also in 2 Schichten fahren, um die gesetzlichen Bestimmungen einhalten zu können.
Wir sind natürlich genauso wie die Einbaupartien sehr stark abhängig vom Wetter. Am Flughafen draußen haben wir einen eigenen Wetterdienst und dieser Wetterdienst gibt uns eigentlich immer vorher Bescheid, wie das Wetter die nächste Stunde immer sein wird. Wir haben tägliche Abstimmungen, um eben vorzuplanen, können wir überhaupt am nächsten Tag einbauen, lässt das das Wetter zu oder eben nicht. Es gibt so einen Schwellenwert, wo man noch einbauen kann und wo es sich nicht mehr auszahlt. Und wenn es halt da wirklich am Schwellenwert ist, ist es auch schwierig, das wirklich zu entscheiden. Aber wenn einmal das Material unterwegs ist und wenn man mal begonnen hat, dann muss man es eigentlich auch durchziehen, weil sonst müsste man das alles auch wegschmeißen. Also das ist schon eine schwierige Gratwanderung und das versuchen wir so gut wie möglich abzufedern. Wir machen nach hinten hinaus ein paar Puffertage, dass man wirklich auch zeitgerecht fertig werden kann. Ja. Heute ist der 2. Mai, der 9. Tag der Baustelle, der 5. Asphalttag und in einer halben Stunde ist die erste Lage fertig. Wir setzen morgen um, wir beginnen mit der 2. Lage. Der Profilierung, Nebenflächen, alles im Plan. Wir sind nach wie vor guter Dinge. Die Mannschaft ist hochmotiviert und so soll es weitergehen. Weil jetzt der Regen da ist, der Gott sei Dank auf eine halbe Stunde genau angesagt wurde, deswegen haben wir heute unser Programm forciert. Auf der Piste haben wir bereits das erste Tagesfeld vom Sonntag ist bereits mit Vorspritzmittel versehen. Das heißt, der Haftkleber ist aufgebracht. Jetzt hoffen wir, dass er soweit schon gebunden hat, dass die Haftwirkung überbleibt. Im Großen und Ganzen muss man sagen, das waren jetzt harte 20 Tage. Sie sind sehr schnell vergangen, die Mannschaft ist intensiv zusammengewachsen. Vielleicht ist das schlechte Wetter gewesen. Ich bin stolz, stehe heute da auf der Piste und weiß, dass wir am Wochenende fertig sind. Wir in der Airport Operation sind für einen sicheren Flughafenbetrieb zuständig. Das heißt, wir brauchen eine saubere Piste und mit einer neuen Piste sieht man Hindernisse oder etwaige Verunreinigungen um einiges besser als wie bei einer gefleckten alten Piste.
Ja, als größter Kunde des Salzburger Flughafens nach Renovierung der Landebahn freuen wir uns, dass wir heute Abend hier den ersten Flug wieder machen können. Lift off. Lift off.